Ist Trundle ein guter Toplaner? Nee, hat keine guten Matchups. Trundle kommt immer dann zurück, wenn Tanks Vibe sind und es werden aktuell nicht viele Tanks gespielt. Und selbst wenn, war Trundle immer mehr ein Jungler, der halt gespielt wurde gegen Sejuani. Oh, ich glaube, ich würde mit anderen picken, dann muss ich nicht blinden. Mein letztes Game war der auch 10th Pick, aber hat mir jetzt nicht so viel gebracht. Ich musste so oder so AP picken. Na, wir werden sehen. Trundle ein guter Champion. Trundle ist aktuell sehr, sehr stark. Das heißt nicht, dass er ein guter Champion ist. Champion ist scheiße designed. Aber er ist aktuell ziemlich stark, ja. Ich würde sagen, Trundle mehr. Aktuell ziemlich strong. Aatrox. Na, wir müssen nur noch blind picken. Es kann sein, dass das Vigo top ist, der Darius gebannt, aber könnte es dessen nicht gewiss sein. Mann, ich hasse meinen Champion schon wieder dieses Game. Ich kann so wenig hitten. Gerne, Ezreal. Ich guess das Fein gegen Nuno und Viego. Na, wir werden sehen. Ups, hab ich leider mit dem gemisst. Wen haben wir schön gesweetspottet. Mit der Q an der Stelle macht zwar kein Damage, aber sieht nice aus, mit dieser rote Zahl auf Top. Ich bin immer nicht auf Full Conquer Stacks, er ist es schon lange. Jetzt bin ich auf Full Conquer Stacks. Er war's. Drei Autotex früher. Das ist crazy. Ich habe sogar seinen W gedodged, beziehungsweise er ist aus meinem W rausgewählt. Springer. Kann ich da voll laufen? Ich bin ein HP. Hat er nicht. Reicht nicht aus. War unlucky, dass seine Passive. Ich habe auch gedacht, dass seine Passive da mehr Damage machen würde. Alright. It's pretty doomed. Wenn ich hier warde, ist useless gegen Nuno. Useless. Auch ein Ward, wenn dann in der Mitte des Rivers. Was ich vom Herald. Oder halt in dem Busch. Jinx sagt, I go top, I can't match Ezreal. Geil. Das freut mich aber sehr. Das ist ja so geil. Das ist einfach der Lane dahinter, chillt. Gut, I guess game is over. Sind aber ein wilden Lane-Stop. Sie quetschen meine Way. Okay, dann geh ich Botlane. Echt schwer gewinnt das Game, wenn der Gegner jetzt lost ist. Wenn das mal sind, war unser kompletten Turm mit und danach den Herald. Dann sind zwei Nulu-Gangs gestorben, wie die Blows. Aber wenn er mich gankt, wenn er quasi 60 Kills hat, dann, well, it is what it is. Ich glaube, ihn da nicht einfach ulten können. Am Junge! War ich nur keine Tomako? Okay, Toplane, 10 Plays für Vigo, aber das ist fein. Macht euch keine Gedanken darüber. Nebensächlichkeiten. Bammer, bammer, bammer. Sogar ihre Ult gedodged, aber was soll ich tun gegen Flash Ignite? Not much to be done versus Flash Ignite. Nice, Lutz Boys Lutz. Ich weiß es nicht. Er hat nur Flash und Heal. Ja, aber trotzdem einfach meine Q warten sollen, bis ich E-Up habe. Hopp, bitte Jinx töte ihn. Schade. Ah, mein Bett hätte auch meine Q warten können, auf mein E warten können, bevor ich Q. Dann hätte ich ihn safe getötet. Oh no. I mean, ich hau nicht flashen. Wenn ich flashe, rollt er mich trotzdem um. Ah, es ist einfach. It is a bit doomed. Oh. Die Q sah ja riesig aus. The fuck? Hab ich nie gesehen. Ey, not bad. Der kann Flash. Not bad. 3 für den Ace to Jet. We'll take those. Man, zwar nur kleine Shutdowns, aber ja, Shutdowns. Der gewinnt das Game. Nah, he won't win. We will win this. Hm.
We will win this! Wenn wir Action gewinnen. Andy Belie, was im Chat? Die Gegner sind dreckige Hinter. Plus wir halt auch. Tops da rauslaufen. Top. Hier zum Echo laufen bitte. Und dann kann der Echo wehen. Hat der Rot geintet. Nice. Wer wird härter dreckig in den Twitch-Chat? Aktuell ist es relativ even. Ich meine, die gehen halt ein Lead vom Early Game. Also wenn wir die letzten 3 Minuten und betrachten würden, dann würde ich sagen, es ist relativ ausgeglichen, wer hier dreckiger intet. Das Goldpolster vom Early Game würde denen leider halt helfen, ne? Dass sie halt länger dreckig hinten können, aber nicht ewig. Movements, not bad. Sonst wird er nun uns einfach überrollen von riesiger Reichweite, so wie hier. Ja. Weil nur noch hat 800 Damage in meinen Fresser mit einem Schneeball. Level 13. Der Flasher. Aber wir sollten jetzt wahrscheinlich Nash fallen, oder? Ich habe nur geblockt, damit ich reingehen kann, aber ich nehme halt so viel Damage von ihm. Was halt nicht wirklich worth it ist eigentlich. Bezahlt zum Helden zu werden, Twitch Chat. Ne, 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 Blue Trinket! Oh, das ist eine Ult. It's tragic. Geiles Ding, Team. Ja, sie hat Serpent's Fang, ist nervig, I know. Wir haben die Kraft der Freundschaft. So, how do we lose? Hättet ihr gedacht, dass dieses Game nochmal so knapp wird nach dem Early Game? Nachdem die Jinx FFen will und dann Toplane Lane swappt, dann Diego stirbt. Generell das ganze Game, das ist actually crazy close, considering what happened. Es ist halt immer noch sehr gut für die Gegner, den fucking Ash bekommen und alles. Okay, jetzt sind wir gerade einen Pentakel gemacht, I guess. Aber es ist doch verhältnismäßig knapp. Nice, Team. Hear this cursed form, sing. Nein, Team. Wolltet ihr zu viel da hinten? Ja, what? Der hat doch Echo gesehen auf seinem eigenen Ward. Er hat Echo legit Wegkasten sehen auf seinem eigenen Ward. Den Echo gerade erst ausgemacht hat mit dem Super. Crazy. Alter, wir gewinnen das noch. Wir gewinnen das halt wirklich noch, ne? Stirb doch, du blöde Sau! Mich angeflasht. I think that's the game, oder? Echo ist gleich ab. Vielleicht kann er mal aufräumen. Oh, bam, okay. Vielleicht wird Echo diesmal Ult drücken. Echo vergisst. Nice, ja, er hat Ult gedrückt. Und unser letzter Turm-Twitch, der hätte drauf gehen. Hilfe! Ah, ist gone. Okay, ich hab ihn gedraftet, er hat keiner geintet. Vielleicht nicht over to chat. Wen er intet, der geht. Wenn die das Game gewinnen, die sind ja so bad. Reiner! Noch Sonne ist, aber den Rest machen jetzt auch nicht meine Teammates. Die sind ja so bad! Ich wollte einen Nash bekommen. Ey, die gehen das echt so bad, ne? Das ist crazy. Oh man, man, man. Oh, jetzt hätte ich ihn droppen müssen. Sie muss nicht flashen, wenn ich da besser cure. Das ist mein Fehler. Wir haben gewonnen. Gerne wir Backdown. Wir haben genug Türme. Wir können einfach rennen. It's whatever. End. Fuck Kiana. Was soll sie tun? Ich muss dich basen. Ich kann eine Wave. Die kann gerne die Inhibs nehmen. Das ist so geil, ne? Wie gesagt, solche Games gewinnt man einfach. Mit dieser random Swap. All die ganzen random Scheiße. Das gesamte Game. Und wir gewinnen einfach.
Ist ja schon wieder so geil. I mean, I love it, honestly. Es ist einfach Season 11. Oh, Mann. Oh, ist so witzig. Das letzte Game mit Rumble haben wir auf diese Art und Weise verloren. Und jetzt haben wir dieses Game mit Arthrox auf diese Art und Weise gewonnen. Dementsprechend, alles equalt sich aus, Leute. Alles am Ende kommt zurück. Am Ende war zu geil, honestly. Es ist einfach geil. Es ist einfach lovely. League of Legends in Season 11 ist das beste Game, was es gibt. Vielen Dank fürs Zuschauen, Twitch. Wir machen jetzt ein Päuschen.